Ich möchte mich zu Beginn bei allen Österreicherinnen und Österreichern bedanken, die in dieser Phase zusammenstehen und ihren Beitrag leisten, damit wir möglichst gut als Republik, aber auch als Bevölkerung durch diese Krise kommen. Es ist über Nacht notwendig geworden, eine weitere Gemeinde unter Quarantäne zu stellen, nämlich die Gemeinde Heiligenblut in Kärnten. Es sind somit neben den Orten Ischgl, Kappel, See, Galtür, St. Anton am Arlberg auch noch Heiligenblut isoliert. Der Innen- und Gesundheitsminister rufen dazu auf, dass alle Menschen in unserem Land, die seit 28. Februar in den Gemeinden Heiligenblut, Ischgl, Kappel, See, Galtür oder St. Anton am Arlberg waren, sich für 14 Tage häuslich isolieren müssen. Das gilt auch für alle Menschen, die mit diesen Personen Kontakt hatten, insbesondere für Menschen, die mit diesen Personen zusammenleben oder viel zu tun haben. Wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass das auch für all jene gilt, die keine Symptome verspüren, wenn sie in diesen Gebieten waren oder wenn sie mit Kontakt hatten mit Personen, die in diesen Gebieten waren, dann sind sie gefährdet, ganz gleich, ob sie Symptome verspüren oder nicht. Ich bitte alle Menschen eindringlich, diesen Anweisungen des Innenministers und des Gesundheitsministers Folge zu leiten, um eine weitere Ausbreitung auch einzudämmen. Sehr geehrte Damen und Herren, in dieser herausfordernden Zeit ist es notwendig, dass wir alle einen Beitrag dazu leisten, um unsere Gesundheit zu verteidigen und insbesondere die älteren Menschen in unserem Land zu schützen. Das hat die oberste Priorität. Diese Krise wird für viele Menschen Krankheit, Leid und für einige auch den Tod bedeuten. Und insofern müssen wir alles tun, was notwendig ist, um eine Ausbreitung so gut wie möglich einzudämmen oder zumindest zu verlangsamen. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch massive wirtschaftliche Auswirkungen. Es gibt viele Menschen, die sich zu Recht Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen. Es gibt viele Unternehmen, die gerade zumindest auf Zeit ihre Geschäftsgrundlage verlieren. Wir haben hier daher in den letzten Tagen als Bundesregierung auch sehr intensiv an der Frage gearbeitet, was können wir tun, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch Unternehmer in dieser schwierigen Phase bestmöglich zu unterstützen. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich beim Vizekanzler, beim Finanzminister, der Wirtschaftsministerin, aber auch den Sozialpartnern bedanken für die professionelle und schnelle Arbeit, die hier in den letzten Tagen geleistet wurde. Wir dürfen Ihnen heute kundtun, dass es ab sofort ein 4-Milliarden-Paket zur Krisenbewältigung geben wird. Es wird einen Corona-Krisenfonds geben, einen ersten mit 4 Milliarden, der drei wesentliche Ziele verfolgt. Nämlich zum ersten die Liquidität, also die Zahlungsfähigkeit in den Unternehmen zu gewährleisten. Zum zweiten Arbeitsplätze zu sichern und zum dritten in Härtefällen ganz besonders zu helfen. Es ist wichtig, die österreichischen Unternehmen dabei zu unterstützen, dass sie ihre Liquidität erhalten können. Das tun wir durch Kreditgarantien, Überbrückungskredite und Steuerstundungen. Es ist wichtig, die Arbeitsplätze in unserem Land in dieser Zeit zu sichern, insbesondere in den betroffenen Branchen und Betrieben. Das wird durch ein neues Corona-Kurzarbeitsmodell gewährleistet. Und zum Dritten, in Härtefällen wird ganz besonders geholfen. Das gilt für EPUs, Familienbetriebe und natürlich ganz besonders betroffene Branchen wie Tourismus, Gastronomie, aber auch die Kultur- und Veranstaltungsszene. Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern der Bundesregierung, die hier ihren Beitrag leisten, aber auch bei den Sozialpartnern, dass es uns gelungen ist, diese erste Soforthilfemaßnahme so schnell auf den Weg zu bringen. Und ich hoffe, dass Sie in vielen Betrieben
und vor allem bei vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch die entsprechende Unterstützung bringt. Es wird nicht die letzte Maßnahme sein, die wir in diesem Bereich setzen, aber es ist die erste schnelle, notwendige Maßnahme, um sofort reagieren zu können.